Das letzte Mal bei Palmyra Orphanage. Ich hab schon gewusst, dass gleich was kommt. Leck mich doch am Eimer, ihr Arschgeigen. Es reicht auch mal jetzt. Die gehängte Puppe. Oh mein Gott, haben die ganzen Lehrer getötet? Ist doch eine Kerze drin, oder? Okay, der Abschnitt war jetzt echt creepy, oder? Mit den Kindern. Ja, die wollten einfach die besonderen Fähigkeiten von den Kindern rauskitzeln. So telekinetische oder halt, weiß ich, vielleicht sogar pyrokinetische Fähigkeiten. Irgend so was Krankes halt. Oh, cool. Was ist denn daneben? Ist das die Cafeteria? Ja, ne? Hinter der Tür ist die Cafeteria und da ist auf jeden Fall die eine Puppe noch von dem Kind. Oh, muss ich etwa wieder beim Pool durch? Ich muss auch noch hinter den gelben Bereich rein. Da ist auch noch eine Puppe. Messer drin. Oh, nein! About cats and curiosity. Über Katzen und Neugier. Ich bin jetzt aber nicht gerade gestorben, oder? Kinderzeichnung ist zugefügt worden, wenn der. Die hatten wir, die hatten wir. Das haben sie also mit den Kindern gemacht. Die haben sie immer unter Druck gesetzt und haben sie... Oh nein, muss ich das jetzt nochmal alles machen? Der Schrank ist aber weg. Also der ist jetzt auf, meine ich. Boah, fiese Sache. Habe ich jetzt beide Puppen? Ja, ich habe beide. Ja, die Oberfläche dieses Spielzeugs ist nass. Jedes Mal, wenn ich mir die Figur ansehe, wird es schwer für mich zu atmen. Boah, wie mies. Haben die Kinder einfach alle kalt gemacht, ja? Oder sich gegenseitig die Kinder? Oder halt die Schüler? Haben die Lehrer getötet? Wer weiß. Warte mal an jetzt. Warum habe ich jetzt bitte 16 Leiterfluid? 16. Glasnost und Perestroika. Oh, die haben die Kinder gehauen, ha? Huh? Besser Kerl. Ja, hier ist alles versperrt. Die Infirmary war vorher zu. Was ist der Tür dahinter? Ich habe keine Reagenz mit mir. Da ist ein Hündchen. Hey Hündchen! Hilfe, Hündchen! Lassie! Hol Hilfe! Ich bin in den Brunnen gefallen! Was? Flask of Nitric Acid. Aha. Muss ich das jetzt alles hier mischen? Weil hier sind noch zwei Sachen. Empty Flask und Flask of Hydrochloric Acid. Oh, mach ich jetzt aber Königswasser oder wie?
Also Salzsäure und Schwefelsäure gibt doch Königswasser, oder? Auf dem Boden des Blattes steht etwas in einer anderen Handschrift vermerkt. Ich habe das von einem Schüler konfisziert, als sie versucht haben, in die medizinische Abteilung zu kommen. Ich habe sie runtergeschickt. Aha. Du musst Hydro, also Schwefelsäure, nee, warte mal. Hydrochloric Acid. Ja. Also Chlor, Hydrochlorsäure, ne? Also Salzsäure, also Schwefelsäure und Salzsäure, so. Glaube ich, oder? Hydrochloric. Ja gut, Sulfas. Egal, ich kenne die Begriffe jetzt nicht. Ich bin kein Chemiker. Ja, du musst sie halt mischen. Nitric Acid und Hydrochloric Acid. Ja, dann. Okay, sie haben es weggesperrt. Diese Dinge sind sehr gefährlich. Kombiniere sie nur im Labormixer. Drücke den Knopf und warte. Wenn es bereit ist, dann gießt du alles vorsichtig in eine leere Flasche. Wenn es funktioniert hat. Should eat a lock in the dining room. Achso, sollte das Ding die Glocke im Speisesaal kaputt machen oder auffressen. Wenn du es richtig gemacht hast, dann wird es sich. Ah, dann wird das hier das Lock, nicht die Glock. Das habe ich dann gelesen. The Lock, also das Schloss zum Speisesaal öffnen. Ich hoffe, dass du nicht paranoid genug bist und du. Ja, ich hoffe einfach nur, dass du paranoid bist und nicht alles da drin finden wirst. Okay. Was? Don't have a simple reagent with me. Doch, ich hab doch alles. Hier. Eine empty flask. Hä? Hab ich irgendwas vergessen? Hondchen, hol Hilfe jetzt! Ja, Jus, machst du nicht. Machst du nicht! Okay, ich muss wohl noch ein bisschen weitersuchen, ha? Huh? Ich komme ja auch nicht raus. So ist das gedacht. Man muss erst die Geheimtür finden hier. Ja, jetzt habe ich auch das Simple Reagent. Ja, the mixer will start working as soon as I press the button. Mach ich doch. Okay, jetzt. Oh, das mischt aber ganz schön schnell, nicht, dass da irgendwas rausspratzt. Aqua Regia. Boah, Liquid. Also Königswasser, sag ich doch. Das ist eine richtig krasse Säure. Das ist so in etwa wie Flusssäure. Nur, dass ich glaube, Flusssäure halt mehr bei Menschen, also organische Materie, zersetzt und Königswasser sich auch sehr gut durch Metall frisst. Also was doch Schwefel und Salzsäure, oder? Bitte komm jetzt nicht, du blödes Vieh. Hallo. Oh gut, ich bin wieder im Hauptraum und hier geht's raus. Warum kann ich nicht raus? Hundchen! Okay, aber hier ist das Schloss für die Cafeteria gewesen. Komm ich jetzt bitte hier durch? Ich kann nicht auf die Mädchentoilette gehen. Das ist aber sehr effektiv. Das sieht aber nicht sehr gemütlich aus. Für eine Cafeteria. Mit den ganzen Tischen los.
süß. Guck mal, ein Puppenkopf. Kinderzeug nochmal wieder. Oh mein Gott, was haben die gemacht? Haben die die aufs Rad gespannt? Puppenkopf. Der abgetrennte Kopf war der Spielzeugpuppe. Ich habe noch einen Schlüssel für den Eastern Corridor, aber habe ich das schon aufgeschlossen alles. So, Cafeteria, dann gibt es hinten noch einen großen Raum und noch zwei andere Räume. Und dann müssen wir nur noch im Children's Unit da hinten, in dem Bereich müssen wir noch die letzte Puppe finden. Wenn wir die jetzt haben natürlich. Oh Gott, das sieht aus wie das Leuchten von diesem Vieh, was da rumrennt. Es gab einen Mord. Ich kann diesen Moment nicht vergessen. Ein Apfel fällt vom Tablett und landet neben dem Körper unseres Kochs. Rote Spritze auf seinem Gesicht. Ein Mädchen steht einfach da und lächelt. Ich habe die Messer einen Moment später bemerkt. Sie sind einfach über ihr geschwoben. Also sie schwoben über ihr. Dutzende davon. Ich musste etwas tun. Ich musste einfach. Aber was? Für was habe ich mich hier eingeschrieben? Wer sind diese Kinder? Ja, die Kinder haben Fähigkeiten und die haben wahrscheinlich dann alle umgebracht. Aber unser Bruder ist ja auch noch hier irgendwo gewesen, oder? Nein, nein. Oh Gott, das Messer, ne? Schwebt jetzt halt so schön hier rum, aber was ist, wenn es auf mich dann runterrast? Oh nein. Noch mehr Puppenteile. Das war mir gerade ein bisschen zu unheimlich, ne? Das ist mir auch gerade ein bisschen unheimlich. Ist das Poes verräterisches Herz, oder? Der Körper einer Puppe. Schwebt das Messer immer noch? Ja, es schwebt immer noch darum. Boah, nee, ich habe keinen Bock, vor dem kleinen Messerchen erschlagen zu werden oder abgestochen, das durch die Luft fliegt. Oh. Da war tatsächlich mal mein Sprit leer. Okay. Was? Bolt doll with a key added to your inventory. Cool. Sie hat einen Schlüssel in der Hand. Ja, Schlüssel zur Kindereinheit hier. Von dem ganzen Ding. Der ganzen Show. So, wo ist die Puppe jetzt hin? So, warte mal, ich habe eine Kinderzeichnung bekommen. Welche war das denn? Die letzte? Ja, schön, wenn du was zu lächeln hast. Der Direktor hat eine Notiz zurückgelassen für den Koch. Ich erinnere mich nicht, dass ich jemals Fleisch hier gegessen habe. Die Inspektion wird morgen sein. Ja, also sollte am nächsten Morgen nichts von unserem Schwein übrig bleiben. Was sonst haben Sie noch? Kopf, Rippchen und Hufen? Werfen Sie es in die Brühe oder in den Topf. Versichern Sie sich, dass die Kinder alles essen. Oh Gott, die haben ein anderes Kind gegessen, ja? Vielleicht sogar das ertrunkene Kind. Verdammt, das geht nicht auf. Haben die vielleicht ihre Kameradin gegessen aus der Suppe? Also aus dem Pool, meine ich. In der Suppe, im Eintopf? Oh Gott, das ist so fies. Ich will trotzdem gerne hier ins Kühlhaus, ne? Da fliegt immer noch das Messer rum.
Ich will ungern vor dem Messer getötet werden, wie gesagt. Ach man, ich habe keinen Bock hier reinzugehen. Das wird bestimmt nicht schön. So, wir haben hier zwei Räume. Ist eigentlich egal, wie ich lang gehe. Es geht beides. Ich gehe erstmal links. Und hier vorne ist wieder alles versperrt. Oh. Wahrscheinlich ist es einmal so ein Rundgang, hä? Oh mein Gott. Man sieht wieder viel zu wenig, wenn er mich fragt. Was steht da? Side of Pool Hill School. Ich habe eben Silent Hill gelesen. Das wäre jetzt aber ein bisschen zu weit hergeholt, oder? Ein Kissen? Der Schrank ist versperrt, das ist auch sehr ungewöhnlich. Ich dachte, mich ja irgendwie was puppern schon wieder. Brainfluid. Tickle, prickle, Brainfluid. Ich hoffe, sie haben das Kai nicht angetan. Eines von den neuen, Jura, wollte wollte dem Inspektor, also einer der neuen, Jura, wollte den Inspektoren von unserer Arbeit erzählen. Die Jungs haben sich um ihn gekümmert. Alles, was ich hier tue, ist für ihr eigenes Wohl und ich bin froh, dass zumindest jemand das versteht. Wir haben seinen Körper nach unten gebracht. Es war ein schwieriger Tag. Toll, die haben... Haben die den getötet oder was, Jura? Oder den Inspektors, also den, die das Gutachten hier erstellen wollten? Da ist die Puppe drin übrigens. Geht leider nicht auf. Ich kann leider nicht helfen. Ich krieg die Tür auch nicht auf. Hahaha, lustig. Was machen die denn da? Was machen die da mit dem Kind? Hier ist halt weit und breit auch nichts. Das ist so verdammt unheimlich. Oh, da sind die leider Fluid jetzt. Ah, guck mal, das ist ein kleines Spielzeugauto. Was? Shabby photo was taken somewhere in the orphanage. Also, irgendwas mit Gittern. Und da steht der kleine Wagen drin. Da steht eine Lokomotive. Warte mal. Hier. Okay, das ist das mit der Lokomotive. Aber wo bitte sind diese Gitter? Hier ist noch eins. Das ist ein Helikopter. Auf dem Tisch. Die hatten alle Spielzeuge, die Kinder, ja? Also zumindest die mit den Fotos hier. Lass mich raten, die wollt ihr wieder haben? Ich gucke ja schon. Ich suche, Kinder, ich suche. Ach Mist. Ich muss irgendwo das mit den Gittern finden. Und irgendwo den Helikopter. Und hier ist ja der Schrank. Alles für Zeug rum, sag mal. So, warte mal, wir gucken jetzt erstmal. Also das ist klar, ich brauche erstmal einen Schlüssel hierfür. Dann müssen wir doch diese Gitter finden. Und dann
Noch diesen einen Schreibtisch mit einer Kerze drauf und den... Nee, warte mal, das ist wohl das letzte dann. Da liegen lauter Bilder drauf oder Dokumente, ich weiß gar nicht. Oh, wie kommen wir doch hier rein? Oh, Hallöchen! Das ist ja schon der Zug, der nicht so... Ha! Ha! Was zum Fuck? Sehe ich alles so verschwommen? Hör auf jetzt! Was? Warum? Warum redet ihr von Kai? Oh nein! Ich habe einen anderen gefunden. Es war Kai, einer der Älteren. Ich habe ihn letzte Nacht gesehen, in der Nähe des Pools. Der Junge sagte, dass er eine Notiz von diesem Mädchen, Senja, aufgenommen hat. Er sagte, dass er sie überall findet. Von Senja, Gena und Rima. Er wollte sie mir zeigen, aber seine Hände waren leer. Hat er wirklich dieses Ding, dieses Talent? Ist es eine Fähigkeit, die Erinnerungen der Toten zu lesen? Kann er sogar mehr? B kann nicht warten, ihn später zu kontaktieren. Also, wird es nicht erwarten können. Ich werde ihn später kontaktieren. Oder vielleicht auch nicht. Bestimmt Boris oder sowas. Boris. Guck mal, hier wird alles ganz unscharf, wenn ich hier... Seltsam. Ah. Nicht weinen, Kind. Plötzlich als die Musik verschwindet, oder? Toll hier. Was ist das alles hier? Wem schreibt sie das? Ich schulde... Ja, du schuldest mir was. Ich habe dir alles geopfert. Du bist dieselbe Pest wie der Rest von... Also du bist genauso schlimm wie alle anderen. Aber ich habe dich beschützt. Ich habe dich versteckt. Ich habe dir alles gegeben. Was? Also ich habe alles bis auf dich aufgegeben. Es ist Zeit zu bezahlen. Du hast sie zurückgebracht. Und jetzt muss sich jemand um sie kümmern. Sie sollten nicht gehen dürfen. Du hast es viermal gemacht, also kannst du es noch ein fünftes Mal machen. Ich war wieder eine Mutter für dich. Bring mich zurück, bring mich zurück. Oh, ich wette, Kai kann irgendwie Leute wiederholen als Geister oder als Rachegeister, sowas in der Art halt, ne? Und deswegen soll er sie jetzt auch wieder zurückholen, diese Person, dieses Mädchen. Also alle die Kinder, die hier gestorben sind, die... Wann, sind das fünf Puppen? Ja, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ne, es sind nur vier Puppen. Aber die fünfte? Bitte hilf mir. Oh.